Im heutigen Video zeige ich dir ein paar Übungen, die eigentlich von Jim Chapin sind, aber ich von Dom Famularo, Gott hab ihn selig, bekommen habe. Und es sind bestimmte Übungen für Schlagzeuger, um die Koordination, Speed und Ausdauer deiner Hände zu verbessern. Und wenn dir das gefällt, bleib dran und wir legen gleich los. Und am Schluss habe ich noch eine kleine Bonusübung für dich. Wenn du schneller werden möchtest, musst du an deinen Singles und Double Strokes in drei verschiedenen Arten arbeiten. Die erste Übung konzentriert sich auf die einzelnen Bewegungen der Hände, indem du die einzelnen Hände betrachtest. Die zweite Übung besteht darin, die Hände abwechselnd zu spielen und deren Bewegungen dir klar zu machen. Und die dritte schließlich darin, beides zu kombinieren, um die Gesamtgeschwindigkeit zu entwickeln. Also zuerst halte deinen Stick hinten beim kleinen Finger fest, da ist auch der Drehpunkt. Dein Zeigefinger ist seitlich vom Stick, damit er so nicht mehr weg kann. Alle anderen Finger sind immer locker am Stick. Und jetzt ganz wichtig, dein Daumen ist seitlich auf dem Stick und leicht abgewinkelt, damit er diese Bewegung machen kann. Denn wenn du jetzt den Stick nach oben wirfst, fällt dieser hier auf deinen Daumen drauf. Und das ist, wie wenn du jetzt eine Feder spannst und dann wieder loslässt. Oder wie bei den Autos, die ich immer als Kind hatte, die man dann so aufziehen konnte und wenn man sie losgelassen hat, schossen sie so weg. Genauso ist es auch mit den Daumen, beziehungsweise die Aufgabe des Daumens. Du musst nur lernen, dass dein Daumen sich hier oben ebenso abwinkeln kann. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Aber wenn du das mal kannst, ist es die perfekte Technik. Okay, auch sehr wichtig, wir öffnen hier oben unsere Finger niemals, sondern hängen uns an den Stick dran. Das ist wie wenn du ein Schwert oder ähnliches hier so rausziehst. Beziehungsweise hängst du dich mit deinen Armen so an den Stick ran und lässt einfach alles passieren. Dann übe zuerst einen Downstroke. Beim Downstroke wirfst du den Stick wie eben beschrieben nach oben auf den Daumen und denke an das Abwinkeln. Und jetzt schubst du ihn mit dieser kleinen Bewegung aus den Daumen heraus wieder nach unten und fängst ihn hier unten einen Finger breit wieder nach dem Aufprall. Also lass ihn nicht so zurückfedern, sondern fange ihn gleich nach dem Aufprall wieder. Und diesen Punkt muss man finden, wann du ihn genau wieder in der Hand hast. Natürlich machst du das mit beiden Händen. Denke auch daran, nach 20 Wiederholungen fängst du erst an zu üben. Dann kommt die Down-Up-Bewegung. Den Down spürst du wie gerade erklärt und beim Upstroke lässt du das Handgelenk locker runterfallen. Also es fällt nach unten und zugleich ziehst du deinen Arm wieder nach oben, sodass du den Stick hier oben wieder auf den Daumen liegen hast. Und das bringst du jetzt in einen Spielfluss. Auch wieder beide Hände einzeln üben. Gut, dann spielen wir noch einen Tap mit hinein und das ergibt drei Schläge. Also Down, Tap, Up, Down, Tap, Up mit einer Hand. Und ein Tap wird nur aus dem Handgelenk gespielt. Auch wieder jede Hand einzeln üben. Und zuletzt noch Down, Tap, Tap, Up. Also vier Schläge mit jeder Hand. Bei der zweiten Übung, also mit beiden Händen, spürst du zuerst die Down, Up, Tap, Down, Up, Tap Bewegung. Und denke immer daran, hier oben wirft der Daumen und dein Arm hängt sich nur an den Stick ran. Versuche auch zu spüren, wie es sich anfühlt, wenn dein Arm nur runterfällt. Also ohne, dass du Kraft reingibst. Schön hier unten fangen und auf ein sauberes Two-Level achten. Also dass die Lauten schön laut sind und die Leisen schön leise bleiben. Übrigens, ein guter Schlagzeuger erzeugt den Unterschied zwischen laut und leise nicht durch Kraft, sondern durch die Höhen. Also die Lauten schön weit ausholen und die Leisen schön niedrig spielen. Gut, dann noch die Down-Tap-Up-Tap-Bewegung mit beiden Händen. Als nächstes spielen wir einen Paradiddle. Ein Paradiddle wird rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links gespielt. Und auch hier haben wir eine Bewegungsformel. Und zwar die Down-Up-Tap-Tap, Down-Up-Tap-Tap. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Gut, und die dritte Übung ist, dass du beide zusammenfügst. Zuerst spielst du die Dreiergruppen mit beiden Händen, also down, up, tap, und dann mit einer Hand weiter. Also down, tap, up, mit rechts beginnend. Dann beginnst du aber mit links und spielst wieder die Down-Up-Tap-Down-Up-Tap-Bewegung und dann wieder mit einer Hand, also links, die Down-Tap-Up-Bewegung. Dann beginnst du wieder mit rechts und mit links, also wir haben immer einen Wechsel.
Das gleiche magst du auch mit den Führergruppen. Und ganz kurz, wenn dir dieses Video gefällt und auch weiterhilft, dann abonniere meinen Kanal, um jeden Donnerstag ein neues Video von mir zu sehen. Gerne kannst du mir auch unten in den Kommentaren mal schreiben, welche Themen für dich interessant sind. Und ich mache dazu Videos. Wäre sozusagen eine Win-Win-Situation. Und wenn du die Noten zu den heutigen Übungen haben möchtest, die bekommst du auf meiner Tippi-Seite kostenlos und der Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe auch spezielle Kurse, wo es inhaltlich über solche Themen geht und ich noch viel tiefer in die Techniken eingehe. Da lernst du, wie du es schaffst, völlig entspannt und ohne Kraft ein natürliches Timing zu entwickeln, sodass du die Time nicht mehr selber bestimmen musst, sondern du dich an den Stick dranhängen kannst und dieser dich führt oder die Führung übernimmt. Solltest du aber erst am Anfang oder ein, zwei Jahre Schlagzeug spielen und dich technisch und rhythmisch verbessern wollen, habe ich einen Schnelleinsteigerkurs, der dir hilft, schnell an dein Ziel zu kommen und deine Lieblingslieder spielen zu können. Solltest du aber zum Beispiel jetzt diese ungewollten Doppelschläge an der Bassdrum immer haben, dann habe ich auch noch einen Kurs für dich und das liegt dann meistens daran, dass deine Fußmaschine nicht auf dein eigenes Körpergewicht eingestellt ist. Und in diesem Kurs Beherrsche deine Pedale zeige ich dir, in welchen Schritten und auf was du alles achten musst, um das wegzubekommen. Auch eine kleine Technikeinführung für deine Füße zeige ich dir in diesem Kurs. Und wenn du Interesse hast, dann besuche einfach mal meine Homepage unter www.andi-rauch.de. Gut, machen wir weiter. Dann nimmst du den Paradiddle, also rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links und machst die gleichen Übungen. Also einen Tag lang den Paradiddle, dann mit einer Hand weiterspielen. Und so weiter. Als kleine Bonusübung, nimm mal den Paradiddle, da spürst du jetzt einen Akzent. Dann erhöhst du die Singles, sodass du zwei Akzente pro Hand spielen kannst. Und zuletzt drei, wie hier in diesen Noten zu sehen. Okay, zusammenfassend, arbeite zuerst immer einzeln an jeder Hand und deren Bewegungen. Dann spiele die Übungen mit beiden Händen und mache dir auch wieder alle Bewegungsformen klar. Dann übe beides zusammen. Und wenn du die Noten haben möchtest, klicke auf den Link und der ist unten in die Beschreibung. Kommentiere das Video, zum Beispiel wer ist deiner Meinung nach der schnellste Schlagzeuger. Und wenn du jetzt in der Stimmung bist, noch mehr Schlagzeugvideos von mir anzusehen, zum Beispiel über andere Techniken, dann schau dir die folgenden vorgeschlagenen Videos von mir an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.